Hallo, Hallöle. Hier ist mal wieder eure Cameo-Maus, der Andreas. Und jetzt mit einem Tutorial zum Silhouette Studio 4.0. In der Version 4.0.623 SSBE. Wie immer, alte Regel, ihr wisst es. SS steht für Silhouette Studio. Wenn nur SS da steht, dann habt ihr die Basisversion. Und ja, es fehlen euch ein paar Sachen. Die nächste Version wäre DE wie Designer Edition. Das ist die Version, die ich eigentlich jedem ans Herz lege, weil da ein paar ganz tolle Werkzeuge bei sind. Und dann gibt es noch die BE, die Business Edition. Und ja, das ist, kann man haben, ist nice to have. Man kann mit mehreren Plottern schneiden und so. Gibt noch ein paar Funktionen mehr. Aber es ist jetzt nichts, was man dringend haben müsste. DE schon. In meinen Videos, die ich mache, beziehe ich mich eigentlich immer auf die DE-Version. Wenn ihr mal eine Funktion erwischt, die ihr nicht findet in eurem Studio und hier steht nur SS, dann wisst ihr, das liegt daran, dass das Programm es nicht kann in diesem Upgrade. Das Upgrade auf DE könnt ihr bei Etsy für irgendwas um die 20 Euro euch besorgen. Finde ich, ist angemessen. Es gibt viele Programme, die viel teurer sind und viel schlechter, um nicht zu sagen B. Nein, das sage ich jetzt nicht. Lohnt sich. Auch die geschenkte Version ist schon eigentlich ein super Teil. Gut, das zum Lob für Silhouette Amerika. So, die Version, ich gehe mal davon aus, einfach, dass ihr das Nachzeichnen schon kennt. Hier hat man jetzt wieder ein bisschen nachgedacht und wieder was richtig Geiles uns gegeben. Und zwar die Nachzeichenfunktion einmal nach den Farben, nach Farbe nachzeichnen. Ich klicke jetzt hier auf nach Farbe nachzeichnen, klicke in die Farbe rein, die ich gerne hätte. Und jetzt wird mir der Elefant erstmal komplett gelb, das heißt also das, was ausgeschnitten würde. Und ich möchte aber jetzt gerne, dass das Innenteil noch rausfällt. Da ist es. Gucke ich mal, ich muss ein bisschen hin und her schieben. Ihr seht hier unten am Schwanz erscheint so ein Teil. Moment, ich gehe mal das Stück hier zurück. Da, seht ihr das? Das will ich nicht haben. Ich möchte möglichst viel von meinem Bild ganz gelb haben. Und jetzt verschwindet es. Ich gehe noch ein bisschen weiter. So, bis bei 31 ist alles gut. Und so lasse ich es jetzt. Jetzt kann ich noch fürs Anschauen mir Kontur angucken, dann sehe ich hier nur die Linien, die der macht. Okay, seht ihr das? Ich kann aber auch sagen, ich möchte gerne die durchgehende Füllung haben, dann sehe ich, dass halt durchgehend was gelb geworden ist, was ich ausschneide. Und Einzelbereich muss ich jetzt im Moment ehrlich passen. Arbeite ich noch dran, sobald ich es weiß, werde ich es nachliefern und dieses Video dann entsprechend ergänzen. Die Toleranz ist halt eben die Farbanzahl, die ihr vergleichend heranzieht und dann mit reinnimmt. Und jetzt habt ihr wieder, wie immer, die Möglichkeit, das nachzeichnen zu lassen. Na? Und ich finde einfach geil, in diesem Fall jetzt, weil ich es in Farben zerlegen will, nachzeichnen und ablösen. Weil mich interessieren jetzt die gestrichelten Linien nicht und da ist das Programm auch nicht ganz so sauber. Es könnte noch ein Tick besser in der Auflösung sein bei der Toleranz. So, und jetzt habe ich gesagt, nachzeichnen und ablösen. Und jetzt habe ich diesen Elefanten extra. Das finde ich schon mal super cool. So, mit Command und Z oder Steuerung und Z mache ich jetzt wieder rückgängig und packe ihn wieder dahin, wo er hingehört, der Elefant. Jetzt möchte ich gerne noch diesen Teil hier ausschneiden. Und ja, das ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Wieder auf Farbe nachzeichnen, hier reingehen. Alles wird gelb. Ich nehme jetzt die Toleranz wieder ein Stückchen zurück. Zack, und schon ist der Elefant. Ist das Ohr von einem Elefanten drin. So, das kann ich jetzt mit jeder Farbe machen. Ihr seht, es ist auch ausgeschnitten. Command und Z oder Steuerung und Z zurück. Und das kann ich jetzt mit jeder Farbe einzeln machen. Hier wieder Farbe zurücknehmen. Und irgendwann, klack, habe ich nur noch die Blume nachzeichnen, ablösen und auch diese Blume ist extra. So, das könnt ihr jetzt mit jeder Farbe machen, könnt ihr das durchexerzieren. Finde ich super gut, um Motive
einzeln aufzulösen und dann könnt ihr die in Vinyl oder in Flexfolie nacharbeiten, aufs T-Shirt oder aufs Auto oder sonst was kleben. Geile Sache. Was ihr noch machen könnt, ist, ich meine, ihr könnt hier nochmal reingehen, nach Farbe nachzeichnen. Ich gehe hier wieder rein, gehe wieder ein bisschen hin und jetzt sage ich aber, ich möchte gerne die Kontur sehen. Scroll mal hier tief rein. Und ihr seht, es sind immer noch so kleine Fehler drin, aber das kann man ja mit der Punktbearbeitung noch nacharbeiten. Sage Einzelbereich und jetzt sucht er mir hier auch nochmal diese Teile raus. Aber wenn ihr mal hinguckt, seht ihr, das ist so ein bisschen. Ach, es haut nicht so hundertprozentig hin. Schauen wir mal, vielleicht können wir noch ein bisschen. Ja. Und wenn ich jetzt hingehe und sage nachzeichnen, dann hat er mir das ganz nachgezeichnet. Seht ihr das? Jetzt ist es natürlich nicht mehr so schön zu sehen, wie vorhin mit dem farblichen Ablösen. Aber jetzt hat er auch die Punkte mit eingenommen. Kann man machen, aber in diesem Fall finde ich es überflüssig, weil ich finde die Punkte jetzt nicht so unbedingt wichtig. Aber das ist ja Geschmackssache, wie immer. Und jetzt mit Command und Z oder Steuerung und Z, STRG oder CMD. Machen wir das wieder zurückgängig. Für euch nur, damit ihr es seht. Ne? Mache ich gerne. Und jetzt schauen wir uns noch etwas anderes an. Wir schauen uns jetzt noch die Funktion nach Farbe nachzeichnen, aber mit der Magnetspur. Was ist hier in diesem Fall anders bei der Magnetspur? Ich zeige es euch jetzt an einer Wolke. Also hier ist es so ein bisschen so, dass es, ja, so, wenn ihr ein Hauptmotiv ausschneiden wollt, und ihr wollt nur dieses Hauptmotiv haben, dann ist diese Magnetspur sehr gut geeignet. Und zwar klicke ich auf Magnetspur und kann jetzt hier mit der Größe bestimmen, wie groß das Werkzeug an der Linie ist. Ich kann das aber auch mit der gedrückten Alt-Taste und meinem Scrollrad in der Arbeit selbst machen. Jetzt seht ihr an der Pfeilspitze so einen kleinen roten Punkt. Funktionieren tut das Ganze insofern, indem das Programm die obere Hälfte oder den Teil, oberen Teil vom Kreis und den unteren Teil vom Kreis oder rechts und links immer kontrolliert und sich die kontrastreichsten Stellen raussucht. Und wenn ich jetzt mit gedrückter linker Maustaste das Ganze hier lang bewege, und da seht ihr schon, ich muss aufpassen, das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich muss wieder, warum muss ich jetzt wieder ganz zurückgehen? Das nervt mich. Moment. Jetzt machen wir es anders. Ich gehe mal da raus und gehe mal auf das und sag mal weg, geh weg. Und sag jetzt Z und weg ist es. So. Ja, ihr habt es gesehen, wenn ich dichter ran scroll, wird es wahrscheinlich besser. Jetzt nehme ich wieder Magnetspur, mache das noch ein bisschen kleiner und dadurch komme ich halt nicht mehr an die blaue dran. Da ist der Kontrast ja höher. So, und ich zeichne das jetzt so nach und bleibe mit dem Kreis immer auf der Linie, die ich nachzeichnen will. Das ist für euch wichtig. Ich kann auch zwischendurch absetzen, die Maus nochmal umsetzen. Na? Wuhu! Und das ist dann zum Beispiel blöd. Das gefällt mir nicht, dass ich das jetzt hier nicht wieder rückgängig machen kann. Gut. Im Prinzip, das Prinzip habt ihr aber erkannt. Ich gehe nochmal auf. Das hasse ich. So, ich mache es wieder zu. Das dahin zu machen. Es ist schon ein wenig spät. Z, jetzt wird es weg haben. Ihr habt aber das Prinzip erkannt, okay? Ich gehe einfach mal davon aus, ich mache es nochmal. Ich gehe diesmal nicht ganz so dicht dran. Also um die Uhrzeit ist das auch nichts mehr für mich. Das ist schon ein bisschen sehr spät. So, jetzt mache ich das mal so klein, dass es wirklich da am Rand bleibt. Und jetzt zeichne ich das nach. Ich will es ja nur einmal zeigen. Ihr habt gesehen, ich bin mit der Kante da dran gekommen und schon springt er dahin, wo der höhere Kontrast ist. Es nervt einfach. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich versuche mich mal zu konzentrieren. Und nicht da an den Rand zu kommen, der blau ist.
Ihr werdet das auch noch feststellen und es wird euch vielleicht auch noch ein bisschen stören. Aber es ist ja auch erst ein Handling. Man muss sich erst mal ein bisschen daran gewöhnen in der Form. Und da ich eigentlich so gut wie nie Dinge ausschneide und nachzeichne, ist es halt für mich ein bisschen ungewöhnlich. So. Und ihr seht, es ging relativ schnell. Er hat den Rest drumherum einfach weggelöscht. Ich habe jetzt die Wolke hier. Ja, aber den Rest hat er mir weggelöscht. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig für manche Arbeit. Wenn man das so wie gerade farblich zerlegen will, ist es besser, man arbeitet mit der Funktion Nachfarbe nachzeichnen. Okay, ich hoffe, dieses Tutorial hat euch wieder ein kleines bisschen weitergeholfen, hat euch ein wenig Freude gemacht. Und falls ja, lasst mir doch einfach einen Kommentar da oder einen Daumen hoch oder I like it oder so. Würde mich freuen. Alles klar, danke, tschüss, eure Cameo-Maus, der Andreas. Bis zum nächsten Mal.